auch wenn das jetzt gleich noch länger wird, trotzdem ein Vorwort zum Vorwort. Zwei Dinge. Erstens, wer das ganze Vorwort überspringen möchte, der kann so ungefähr auf 10 Minuten Lauflänge vorspulen. Da komme ich dann langsam zum Thema. Zweitens, Podcasts. Weil ich dauernd gefragt, ob ich nicht mal Podcasts machen kann. Nö, weil erstens, die meisten meiner Beiträge sind schon so, dass man hin und wieder mal hingucken könnte, dann könnte man was Interessantes sehen. Die meisten, nicht jeder. Dieser hier zum Beispiel, der würde sich wunderbar eignen, um einen Podcast draus zu machen. Da wäre es wirklich vollkommen wurscht, weil man echt nicht hingucken muss, außer dass man da mich labern sieht, vor diesmal ganz hübschen Hintergrund, wie ich finde. Aber das, also gleich, nicht die schwarze Tafel hier. Aber einen Podcast kann ich nur monetarisieren, wenn ich ihn entweder irgendwie verkaufe. Das mache ich über Patreon. Wen das interessiert, der kann da mal schauen. Link ist in der Videobeschreibung grundsätzlich immer drin. Zweitens, sonst nur über Sponsoren. Das heißt, vor dem Podcast würde laufen, dieser Podcast wird euch präsentiert von kleinen putzigen Papierhasen. Kauft euch jetzt auch kleine putzige Vampir-Papierhasen von mir aus und viel Spaß mit Bens Podcast und lasst mich doch alle in Ruhe. So in etwa. Ja, so als Intro des Podcasts und dafür kriegst du dann 3,50 € und da habe ich wirklich nicht keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, nö. Klar könnte ich damit vielleicht noch irgendwie meine Reichweite steigern und so weiter und so fort, aber ich habe einfach keine Lust auf ein Sponsoring oder irgendeinen festen Werbepartner für irgendwelche festen Werbedeals. Solange ich das noch irgendwie vermeiden kann, will ich das nicht haben. Ja? Daher wäre unbedingt mal einen ausgewählten Podcast, nicht alle meine Videos, sondern nur ausgewählte Dinge, die ich für Podcast würdig erachte, hören möchte, der kann da mal, wie gesagt, auf Patreon vorbeischauen und für alle anderen, ja, da müsst ihr entweder illegale Methoden finden, wie ihr den Krempel als Podcast konvertieren könnt, den ich so ins Netz stelle, oder halt einfach nicht hingucken, während das Ding läuft. Da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie man das sonst irgendwie lösen soll. Ach ja, und Illegales dürft ihr natürlich nicht machen. Das an dieser Stelle noch hinzugefügt. Wäre mir persönlich aber relativ egal, solange ihr das Originalvideo vorher brav geguckt habt und gefälligst den Adblocker ausgemacht habt. Nein, nur Spaß. Wenn Adblocker nutzt, dann ist es halt so. Ja, ist auch okay. So, tschüss. Beziehungsweise, jetzt geht's los. So, hallo und herzlich willkommen am Fluss. Die Kulisse kennt ihr vielleicht noch nicht so richtig. Das liegt daran, dass bisher immer Winter war und im Winter, es war ein feuchter Winter, hatte unser Fluss hier so viel Wasser, dass man hier nicht hocken konnte ohne also wirklich zu laute Wassergeräusche. Das Geplätscher jetzt finde ich eigentlich ganz angenehm. Leider gibt es auch noch ein paar Motorräder im Hintergrund. Normale Autos hört man hier nicht, Motorräder schon. Motorräder sind dementsprechend mein Feind. Wer mir schon ganz lange folgt, weiß das. Ich hasse alles, was Lärm macht und das dann auch noch absichtlich und das auch noch zelebriert, da habe ich ein Problem mit. Ja, wisst ihr, ich weiß, ein paar Zuschauer von mir machen das, aber dann müsst ihr halt damit leben, dass ich das an euch garantiert nicht mag. Wir können uns dann auf anderer Ebene hoffentlich verständigen. Gut, wie dem auch sei, hat übrigens auch nichts mit Naturgenuss zu tun, meiner Meinung nach. Überhaupt nicht, nicht im geringsten. Lärm nie, nie. Ja, egal. Es sei denn, es ist Wind, der Lärm produziert oder Vogelgezwitscher, das in manchen Regionen der Welt ja immer noch so laut sein kann, dass es rein vom Dezibel-Level Lärmniveau erreichen würde, was natürlich aber niemals Lärm sein kann. Vogelgezwitscher ist immer gut. Auch wenn der Hahn auf dem Mist kräht, ist immer gut. Wer jemand behauptet was anderes. Ich bin auch lange, lange Jahre neben auf dem Mist krähenden Hahn gesessen, beziehungsweise habe da gelebt und mich hat es auch nie gestört, dass der morgens losgelegt hat. Ja, okay, vielleicht gibt es irgendwo ein Level, wo es dann übertrieben ist, wenn man einen besonders nervigen Hahn hat. Herzliche Grüße an die Schweizer am Bodensee. Ihr wisst, wer gemeint ist. Der lebt jetzt in der Gefriertruhe, besagter Hahn, bis er sinnvoll genutzt wird. Egal. So, jedenfalls zum Thema. Sind Prepper böse? Habe ich jetzt mal als Arbeitstitel auf meinem Blatt stehen. Heute mal relativ viel Papier dabei, weil es tatsächlich ein komplexes Thema, das ein bisschen schwierig zu beurteilen ist. Es wurde ja immer mal wieder in der Vergangenheit und wird wohl auch in der Zukunft immer mal wieder so sein, diskutiert, inwiefern die Prepper-Szene jetzt ein Problem darstellt, inwiefern die Prepper-Szene automatisch böse ist, ab wann man in der Prepper-Szene möglicherweise automatisch böse ist. Und das ist natürlich Quatsch. Ja? Das brauche ich jetzt nicht ein großes Geheimnis draus machen, dass ich der Meinung bin, dass man selbstverständlich nicht alle Mitglieder der Prepper-Szene
erstens unter einen Hut stecken darf und zweitens sind sie natürlich nicht alle böse, selbstverständlich nicht. Ja, wo kämen wir da hin? Das würde ja jetzt, dann wären wir hier auf einem anderen Kanal als bei mir. Ne? Selbstverständlich nicht. Aber es gibt da in der Kommunikation schon so ein paar Problemchen von beiden Seiten. Erstens werden sie halt doch gerne zusammen in einen Topf geschmissen mit diversen anderen Leuten, die unangenehme Eigenschaften haben und gleichzeitig Prepper sind. Das heißt aber nicht zwingend, dass alle Prepper automatisch unangenehme Eigenschaften haben müssen. Ja? Aber auch stellt sich die Prepper-Szene teilweise etwas stumm oder vielleicht dumm, kann man vielleicht sagen, ja, übertrieben, sehr übertrieben und sehr hart ausgedrückt, was manche Argumente der Nicht-Prepper angeht. Und scheinbar will zumindest ein Teil der Prepper-Szene manchmal nicht wahrhaben, was Nicht-Prepper an Preppern möglicherweise stören könnte. Und auch darauf wollen wir ein bisschen eingehen. Ich versuche hier also möglichst beide Seiten ausführlich zu beleuchten. Und da der eine oder andere Zuschauer vielleicht möglicherweise sich nicht so lange mit der Prepper-Szene auseinandergesetzt hat wie ich, das mache ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren und gehöre hier ein kleines bisschen auch an. Nicht so sehr, dass ich den Begriff Prepper für mich wählen würde, aber doch, dass ich mich mit allen relevanten Themen, die für einen Prepper wichtig sind, doch mal intensiv auseinandergesetzt habe. Das Ganze ist natürlich mit einem gewissen Überschneidungsgebiet bei Survival anzutreffen. Ja, Survival kann, wenn man das unter einem sehr weitgehenden Begriff versteht, ja, also einer weitgehenden Definition, selbstverständlich auch mindestens mildes Prepping beinhalten. Das gehört dann auch irgendwo zum Survival. Und umgekehrt kann Prepping auch das Erlernen von Survival-Techniken, tut es oft, beinhalten, weil auch das letztendlich bei der Vorbereitung, Prepping to be prepared, also vorbereitet sein auf gut Deutsch, natürlich hilft. Ja? Also hier gibt es gewisse Überschneidungsbereiche. Und aufmerksam geworden bin ich also erstens mal über das Survival, mit dem ich mich ja schon sehr, sehr lange beschäftige, noch deutlich länger als mit dem Prepping, auf die Szene. Und habe dann dadurch, dass die Szene auch häufig der Outdoor-Szene irgendwo zugerechnet wird, oder zumindest Teile der Prepper-Szene der Outdoor-Szene zugerechnet werden, manchmal auch nicht, da kommen wir noch drauf, mich da eben nochmal intensiver mit beschäftigt, weil ich alles, was irgendwie der Outdoor-Szene zugerechnet wird, insbesondere der Waldläufer, Bushcrafter, Survivalisten, Prepper, Outdoor-Szene, von mir aus noch der Trekker, und den kann man ja dann auch nochmal unterteilen und so weiter und so weiter und so weiter. Also erweiterte Outdoor-Interessierte, da kann man den Prepper sicherlich schon irgendwie annähern. Ob er da wirklich reingehört, würde ich eher verneinen, ja. Aber ein Prepper ist quasi eben auch wirklich jemand, der sich aus vielen anderen Szenen Teilbereiche rausfischt, die ihn interessieren, die für ihn fürs Prepping relevant sind und das dann für sich anwendet. Das heißt, kann man Prepper und Bushcrafter sein? Selbstverständlich. Kann man Bushcrafter sein, ohne Prepper zu sein? Ja. Kann man Prepper sein, ohne Bushcrafter zu sein? Ebenfalls. Ja? Und das ist also ganz, ganz schwierig. Man hat fast das Bild von mathematischer Mengenlehre vor Augen. Vielleicht erinnert ihr euch, Menge A, Wurp, Menge B, Wurp, in der Mitte entsteht eine Überschneidung, das ist die Teilmenge AB oder so ein Quatsch, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Aber genau dieses Mengenlehrenbild, ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, damit kann man auch gut das Problem, weshalb wir überhaupt dieses Video machen, dass die Prepper-Szene hat, beziehungsweise dass man der Prepper-Szene andichtet, dass sie aber auch zum Stück weit wirklich hat, kann man da schön sehen. Ja, jemand kann Nazi sein, dieser Krängel, und Prepper sein, dieser Krängel, und befindet sich dann in der gemeinsamen Schnittmenge von Nazi und Prepper-Krängel. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Prepper-Krängel und der Nazi-Krängel deckungsgleich wären und einen gemeinsamen Krängel bilden. Es gibt bestimmt Nazis, die kein Prepper sind, und es gibt mit Sicherheit auch Prepper, die kein Nazi sind. Ja, natürlich gibt es die, selbstverständlich. So. Und ich glaube, das war jetzt genug des Vorgeplänkels. Wir versuchen mal einfach eine Definition für den Begriff Prepper, hoppala, überhaupt zu finden. So, also zunächst mal, es herrscht mehr oder weniger Einigkeit, Definitionsfindung ist nämlich verdammt schwierig, darin,
dass ein Prepper einer ist, der prepared ist. Das kommt einfach aus dem Namen, das hatte ich ja schon gesagt, von to be prepared, ne? Also vorbereitet sein, stammt natürlich auch aus dem Englischen. Und soweit wir das rückverfolgen können, waren die US-Amerikaner die ersten, die sich selbst als Prepper bezeichnet haben. Dann haben natürlich die nicht US-Englisch sprechenden da dann mitgemacht und das ist dann auch relativ schnell nach Deutschland gerutscht, weil ja solche Wörter prinzipiell kein großes Hindernis sind in unserem Sprachgebrauch, dass man sich da gerne mal Anglizismen bedient. Das kann man schlimm finden, das kann man sein lassen, das ist mir vollkommen egal. Jedenfalls, ein Prepper bereitet sich also auf ein mögliches oder unmögliches, das kommt auch vor, Katastrophenszenario vor, indem er mindestens mal Vorräte anlegt und meistens auch Kenntnisse erlernt, die im Fall eines Falles in der SHTF-Fall, Shit Hits the Fan, also die Scheiße fällt in den Ventilator, das wird im Prepper-Sprachgebrauch tatsächlich als der Ernstfall, auf der sich jeweils vorbereitet wird, oder ein größtmöglichster Ernstfall, auf den sich jeweils vorbereitet wird, verstanden. Ja, natürlich gibt es kleinere Ernstfallszenarien wie 2 Stunden Strom weg, da holt der Prepper halt dann schnell seine 28 Powerbänke raus und kann das damit überbrücken oder schmeißt gleich den Generator an oder was auch immer, je nach Level von Preppertum. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, ist aber im Grunde durchaus nicht doof, für ein paar Stunden Stromausfall ein bisschen vorgesorgt zu haben. Im Gegenteil, das empfiehlt ja auch das Bundesamt für Katastrophenschutz, das wird uns noch ein paar Mal begegnen. Das ist nämlich eine ganz beliebte Legitimation der Prepper-Szene, um zu erklären, warum sie denn Prepper sind, weil das Bundesamt für Katastrophenschutz ein gewisses Preppertum durchaus für eine gute Idee hält. Ja, und damit ist das also quasi staatlich verordnet. So gesehen kann der Prepper, wenn er was tut, was staatlich verordnet ist, ja prinzipiell schon mal kein Reichsbürger sein. Ne? Das ist natürlich Quatsch, natürlich kann er das. Aber muss er nicht. Ne? Und das ist eben spannend, also finde ich. So, jedenfalls, das wäre so eine ganz grobe Definition. Die ist aber noch ein bisschen zu grob. Denn man muss hier Abgrenzungen machen. Ist jemand, der einen 14 Tage Nahrungs- und Wasservorrat und vielleicht noch ein Radio, ein altes analoges rumstehen hat und eine aufgeladene Taschenlampe und Ersatzbatterien und was auch immer, ist das jetzt gleich schon ein Prepper? Wahrscheinlich nicht. Ja? Könnte aber auch sein, dass der sich schon als Prepper versteht und schwierig. Ne? Zum Beispiel wäre auch, wenn man jetzt der eher Outdoor-Prepper ist, dazu komme ich dann noch, wäre ich dann schon ein Prepper, rein von der Ausrüstung, die ich daheim rumliegen habe, schon. Ich hätte Rüstung, Zelt, Rüstung. Nee, Rüstung habe ich nicht. Rucksack, Zelt etc. pp. Kocher, auch genügend Brennstoffvorrat und so weiter und so fort. Und auch genügend Nahrungsmittel im Haus, um quasi problemlos ein Bug-Out-Bag zusammenzustellen und outzubacken. Oder Bug-Out zu outen oder wie auch immer man das dann genau nennt, da kommen wir auch noch näher drauf. Das bedeutet eben, irgendwo in die Natur zu flüchten im Fall eines Katastrophenszenarios. Das hätte ich alles da. Deswegen sehe ich mich trotzdem nicht als Prepper, auch wenn ich das hätte. Da kommt nämlich jetzt entscheidend dazu, ob man so ein Zeug einfach nur rumliegen hat, das ist vielleicht noch ein großer Unterschied, oder ob man aus dem ganzen Zeug sich einen Ready-to-go-Rucksack zusammengestellt hat, der gepackt in der Ecke steht und der einem zum Beispiel im Fall eines Hausbrands, auch wieder ein durchaus realistisches Szenario, also hoffen wir mal nicht, dass uns das jemals passiert, irgendwem von uns, aber natürlich kommt das vor, das weiß jeder. Und dass man dann einen Rucksack hat, den man schnell schnappen kann, mit dem man dann aus dem Haus flüchten kann, wenn es halt brennt, wo unter anderem alle sämtlichen wichtigen Papiere drin sind, möglicherweise EC-Karte oder zumindest eine zweite EC-Karte oder irgendwie sowas in die Richtung, Ausweiskopie, was weiß ich, alle möglichen wichtigen Dokumente halt. Plus vielleicht ein bisschen was zu essen, vielleicht ein bisschen was zu trinken für den ersten Schreck und vielleicht einen Schlafsack, je nachdem, wo man unterkommt, ob es ein großer Wohnungsbrand ist, ob es eine Evakuierung ist wegen Fliegerbombenräumung, kam ja auch schon vor, dass man dann in irgendeiner Turnhalle untergebracht wird oder halt dann vielleicht doch im Hotel oder was auch immer. Und für solche Situationen einen Rucksack mit dem Nötigsten zum Gut überleben, nicht nur zum Überleben, sondern zum Gut überleben rumstehen zu haben, ist eine zweifellos sinnvolle Sache, ne? Gar keine Frage. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt schon der Unterschied. Der Besitz
solcher Dinge. Qualifiziert dich wahrscheinlich noch nicht als Prepper. Die sofortige Bereitschaft solcher Dinge, sofort griffbereit zu haben, gepackt und ready to use und sich mental mit den Szenarien, für die sowas nützlich sein könnte, massiv auseinandergesetzt zu haben, da würde ich sagen, fängt es dann an, wo man zumindest von einem leichten Preppertum sprechen könnte. Ja? Ob sich derjenige jetzt selbst so nennt oder nicht, das ist meiner Meinung nach durchaus wichtig, aber ne? Also der Outdoor-begeisterte Trecker, der eine krasse Outdoor-Ausrüstung hat und damit auch in den Wald flüchten könnte, problemlos, aber das nicht vorsieht und erstmal den Rucksack packen müsste, um das zu tun, der noch nicht Prepper, der das Ding griffbereit hat, der vielleicht schon. So, und jetzt würde ich mal behaupten, dass spätestens auch dann, wenn ein beträchtlicher Notvorrat vorhanden ist, und ein Training stattfindet oder stattgefunden hat, wie man im Fall von Tag X zu reagieren hätte, sprich zum Beispiel Survival-Techniken, möglicherweise Selbstverteidigungstechniken, erweiterte Erste-Hilfe-Kurse, nicht, dass Letzteres eine schlechte Idee wäre, ne? Gar nicht. Aber ja, ein solcher, der wird dann wahrscheinlich erheblicher Notvorrat, würde ich jetzt mal sagen, 2 Monate und länger. Ja? So jemand kann man schon als Prepper bezeichnen und vielleicht tut er das auch schon selbst. Und deswegen finde ich, das ist durchaus ein relevanter Thema beim Versuch zu definieren, was ein Prepper eigentlich ist, die Selbstwahrnehmung. Ein Prepper bist du spätestens dann, meiner Meinung nach, wenn du dich selbst als einer bezeichnest. Ja, vielleicht hast du gerade erst jetzt Wind bekommen von der Prepper-Szene und beschließt da jetzt das unbedingt auch machen zu wollen und bist just in dem Moment streng genommen Prepper, auch wenn dein Notvorrat erst aus 3 Dosen Ravioli besteht. Ja, das kann ja noch werden, aber trotzdem bist du in dem Moment, wo du dich selbst einer Szene zugehörig fühlst, mehr oder weniger drin. Das ist so ähnlich wie mit Geschlechtsidentitäten oder sowas, die hast du dann, wenn du dich ihr zugehörig fühlst. Und das würde ich ehrlich gesagt auch auf die Prepper-Szene so ein Stück weit anwenden wollen, auch wenn Teile der Prepper-Szene das bestimmt nicht lustig finden, dass man sie mit Fragen der Geschlechtsidentität auch nur in einem Satz erwähnt. Jedenfalls die Tatsache, sich selbst als Prepper zu bezeichnen, würde ich als wesentlichen Bestandteil der Definition ansehen wollen. So, inklusive natürlich auch das Umgekehrte, jemand, der einen Notvorrat hat, aber um partout nicht Prepper genannt werden möchte, auch das ist eine klare Aussage und eine klare Abneigung gegen Prepper-Sprech zum Beispiel, wie den Inch-Fluchtrucksack, zu dem wir noch zu sprechen kommen, oder einem Bug-Out-Camp oder ein Bug-Out-Vehikel oder alle möglichen anderen Begriffe, worunter man in der Szene sofort was versteht, was Otto Normalverbraucher wahrscheinlich erstmal nicht zuordnen kann, was das bitte sein soll. Gut, ne? Also auch das wichtig. So, Prepper haben meiner Meinung nach in der inneren Einstellung ein paar Übereinstimmungen, die sie kennzeichnen. Ja, und die möchte ich noch nennen. Ich habe mir hier 5 aufgeschrieben, die meiner Meinung nach viele, viele, viele Prepper gemeinsam haben. Immer in unterschiedlicher Ausprägung. Aber Katastrophen erfordern umfassende Vorbereitung und dann nicht dumm dazustehen. Ich denke, das würde sicherlich jeder Prepper unterschreiben und sicher noch ein ganzer Haufen Otto-Normalverbraucher, ja, die sich nicht der Prepper-Szene zugehörig fühlen. Aber jeder Prepper ist da bestimmt davon überzeugt. So, der Staat, Feuerwehr, Polizei etc. ist keine zuverlässige Hilfe im Fall einer Katastrophe. Das heißt, dieses drauf verlassen, dass schon irgendwer kommen wird, der dir weiterhilft, das findet hier nicht mehr vollständig statt. Ja, keine zuverlässige, vollumfänglich zuverlässige Hilfe. Das heißt nicht, dass ein Prepper automatisch die Autorität von Feuerwehr, Polizei etc. pp. Ablehnt. Er geht nur davon aus, dass es zu Szenarien kommen kann, in denen die nicht rechtzeitig da sind oder vielleicht eben viel zu spät kommen oder was auch immer und dann lieber Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Also wichtig, bevor man mich hier falsch versteht. Es ist nicht ein Ablehnen dieser Institutionen, sondern lediglich die Vorstellung, also im Minimum, es kann natürlich schon bis zur Ablehnung gehen, ja? Aber das ist dann nicht zwingend Prepper-Gedankengut, sondern dann wieder ein anderes, das damit reinspielt. Aber ja, man vertraut nicht ganz drauf. So, die eine, Klammer auf, größere Klammer zu Katastrophe wird als durchaus realistisch angesehen, wenn auch unwahrscheinlich möglicherweise. Ja, dieser Gedanke, wie realistisch ist denn das, dass, weiß ich nicht, die Zombies kommen,
vielleicht eher ziemlich fast nahezu unmöglich. Ja, kann sein, dass sich jemand trotzdem auf die Zombie-Apokalypse vorbereitet. Ich persönlich verwende die Zombie-Apokalypse ja immer Platzhalter für irgendein schlimmes Szenario, das in der Zukunft über uns alle hereinfallen könnte. Meine dabei natürlich nie die Zombies, sondern eher mehr einen Zusammenbruch der Gesellschaftsordnung wegen Krieg, Klimawandel, Flutkatastrophe, also globalen Ausmaßes, wie auch immer das zustande kommen soll, riesige Dürrenereignisse, sowas in die Richtung, Erdbeben, kennen wir. Ne? So, also, jedenfalls diese größere Katastrophe wird als durchaus realistisch angesehen und man investiert Zeit und Geld, und das Letztere ist durchaus beträchtlich, Zeit natürlich auch beträchtlich, um sich darauf vorzubereiten. Das heißt, man muss da schon eine Gefahrenwahrnehmung haben, die über das eines Otto-Normalverbrauchers, natürlich wird dir jeder bestätigen, dass es prinzipiell möglich wäre, dass wir auch in Deutschland möglicherweise mal ein Erdbeben bekommen. Ja, aber muss man deswegen was tun? Oh, nee. Oder sollte ich vielleicht, aber keine Lust. Irgendwie sowas in die Richtung wird man dann wahrscheinlich zu hören bekommen. Und für den Prepper ist es selbstverständlich, dass man da garantiert was tun muss. Und zwar umfänglich. Ja? Also das ist ein wesentlicher Punkt. Prepper sind bereit für Preppertum, Zeit und Geld im beträchtlichen Maße, Klammer auf, beträchtlich, Klammer zu, ne, zu investieren. Das habe ich jetzt auch noch als vierten Punkt aufgeschrieben, das habe ich aber gerade schon gesagt. Oft, nicht immer, aber oft, und das ist ein kritischer Punkt, Misstrauen gegenüber Fremden, die am Tag X oder am Shit-Hits-the-Fan-Fall zu Plünderern werden könnten. Das ist leider ein Element, was zwar nicht alle Prepper vielleicht gemeinsam haben, aber mindestens ein gewisses Misstrauen, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr weit verbreitet. Dass man zum Beispiel gar nicht verrät, dass man Prepper ist, dass man noch ein zusätzliches verstecktes Lager neben dem Lagerlager hat und dann nochmal ein verstecktes neben dem Versteckten und so weiter. Also selbst wenn man jetzt Pazifist ist und Verteidigen der Vorräte mit Waffengewalt als absolutes No-Go sieht, dann wäre es trotzdem immer noch ein Zeichen von Misstrauen, dass man ein Versteck nach dem Versteck nach dem Versteck und so weiter und so fort anlegt. Ja? Deshalb würde ich schon sagen, dass ein gewisses Misstrauen gegenüber anderen, die auf die Vorräte aus sind, die man selbst mühsam zusammengestückelt hat und die dann sehr wertvoll sein werden im Katastrophenfall, würde ich schon als gegeben annehmen. So, jetzt ist noch wichtig, Prepper sind eine sehr vielfältige Gruppierung aus allen Gesellschaftsschichten, wahrscheinlich sind sie auch eine bunte Vielfalt an politischen Meinungen und Prepper zu sein bedeutet daher nicht automatisch Teil eines bestimmten politischen Spektrums zu sein. Das wird ja ganz häufig gleichgesetzt mit, ja, die sind rechts. Es ist sicherlich so, dass tendenziell jemand, der ziemlich weit rechts ist und sich's leisten kann, von der Idee des Preppertums eher angezogen wird, als jemand, der politisch ziemlich weit links ist oder gar linksextrem und Besitz prinzipiell ablehnt und Vorsorge ablehnt und ein Lebe für jeden Tag so, als wäre es dein letzter Attitüde an den Tag legt. Und das ist natürlich mit einer umfassenden Planung für die Zukunft, die dem Preppertum eigen ist, nicht unbedingt vereinbar. Ja? Oder sehr, sehr schwierig vereinbar. Daher kann man bestimmte politische Gruppierungen vielleicht ausschließen. Man muss aber auch nicht so weit gehen, eben jetzt zu behaupten, dass automatisch rechts sein eine Grundvoraussetzung ist. Mildes Links bis absolutes Mitte-Mitte-Tum sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. Natürlich kann man dann trotzdem ein Prepper sein und das gibt es mit Sicherheit auch. Ne? Also da müssen wir ganz wichtig diese Abgrenzung tun. So, und wo ist die Abgrenzung zur Outdoor-Szene bzw. zum Survival? Es ist ganz, ganz schwierig, weil ja Survival-Techniken Bestandteil einer guten Prepper-Ausbildung sind. Wer Survival betreibt, muss aber nicht zwingend Prepper sein. Da gab es Fälle, also zum Preppertum, als das so richtig publik geworden ist, hing das zusammen mit der Serie American Preppers. Das war eine damals in Amiland laufende TV-Serie, die eben genau geschildert hat und einzelne Prepper besucht hat, die sie dann halt mitgenommen haben in den Vorratslager, ins Vorratslager und dann eben klargestellt haben, welches Szenario auch immer
überleben wollen und wie sie darauf vorbereitet sind. Und hinterher gab es dann eine Wertung von der Prepper Society oder was auch immer, die dann gesagt hat, ja, das ist schon ganz gut, was du gemacht hast, aber du brauchst dringend mehr Sturmgewehre oder du brauchst dringend mehr Wasserkonserven oder du kannst zwar krasse Survival-Techniken, hast aber überhaupt keinen Notvorrat. So ein letzteres ist dann so ein Fall, wo sich ein in dieser Serie zum Beispiel ein Survivor, der klassisch in unserem Weltbild als Survival-Experte durchgehen würde, der weiß, welche Pflanzen man essen muss, wie man Wasser aufbereitet, wie man Shelter baut und so weiter und so fort, so gut wie ohne Zubehör, der würde nicht als Prepper, sondern als Survivaler durchgehen. Ja? Und drum ist es schwierig, ihr die Abgrenzung zu tun, weil der sich jetzt in seiner Selbstwahrnehmung trotzdem als Prepper fühlt. Weil prepared ist der ja auch. Also grundsätzlich trainieren viele Prepper auch das Leben, Überleben in der Natur, aber es gibt eben auch Prepper bzw. Bushcraft oder Trekker oder Survivalisten, die damit nichts zu tun haben, automatisch und ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ne? Beziehungsweise es kann Bushcrafter geben, die Golf spielen, müssen deswegen jetzt alle Golfspieler Bushcraften gehen. Ne? Also so, darauf will ich hinaus. So, das war mein Versuch einer Definition, um mal genau zu klären, was die gemeinsam haben, wo die herkommen und was die ein Stück weit auch antreibt. Jetzt kann man Prepper nochmal unterteilen, das wäre mir auch nochmal wichtig, das zu tun. Nämlich zunächst mal, ich habe zwei Unterteilungswege gewählt, wie man die ein bisschen noch in einzelne Schubladen aufteilen kann. Nämlich erstens nach Art der Katastrophe und Intensität der Vorbereitung, die jeweils betrieben wird. Ja, da haben wir also den Leicht-Prepper sozusagen. Was macht der? Der ist auf Stromausfälle bis 72 Stunden vorbereitet, kurzfristige Evakuierung des Hauses, zum Beispiel eine Fliegerbombe, ne? Hausbrand, Überschwemmung, Einbrecherschutz. Einbrecherschutz kann ja auch schon damit losgehen, dass du abschließbare Fenstergriffe hast. Oder eine Alarmanlage oder irgendwas, was die Polizei sonst so empfiehlt. Die empfiehlt da nämlich vieles, ja? Ganz vieles, was viele Leute nicht haben. Aber ja. Man hat ein bisschen was zu Hause rumliegen, ne, für vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, vielleicht einen ganzen Monat für alle Familienmitglieder. Außerdem hat man Gaskartuschen, man hat einen entsprechenden Kocher dazu, man hat in Deutschland ganz sicher Klopapier gehortet und hat auch eben eine Dokumentenmappe, wo alle wichtigen Unterlagen drin sind, die man dann schnell zur Hand haben kann, die man auch retten kann im Fall eines Hausbrands und so weiter und so fort. So, dieses Level von Preppertum, was ich jetzt beschrieben habe, das haben sicherlich einige Leute, ohne sich selbst als Prepper zu bezeichnen, schon bereits verwirklicht und bei sich zu Hause rumliegen. Trotzdem wäre es schon ein Level von Vorbereitung, wo man sich sicher auch guten Gewissens als Prepper bezeichnen könnte. Halt als Leichtprepper oder als, ja, ein bisschen preppen tue ich, aber übertreiben tue ich es nicht. Ja, daher unterste Stufe, sicherlich ein gewisser, man hat sich auf jeden Fall mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und zu den Vorräten, die da sind, gibt es auch einen Plan. Zum Beispiel lässt sich ein Notvorrat bis einen Monat relativ einfach in die heimische Nahrungsversorgung integrieren, dass man sich also zum Beispiel, simples Beispiel, du hast einen Schrank, in dem stehen deine Erbsen- und Möhrendosen, sofern du dann Erbsen- und Möhrendosen verwendest, ist ja scheißegal, wir nehmen einfach mal ein Beispiel. So, und wenn du das jetzt ein bisschen preppermäßig organisieren würdest, dann hättest du immer die Erbsen- und Möhrendosen, wenn du neue kaufst, stellst du sie hinten dran ins Regal, nicht vorne, weil du isst immer die weg im normalen täglichen Verbrauch, die halt vom Haltbarkeitsdatum der Ablaufgrenze näher gekommen sind und futterst dich im ganz normalen Alltag durch deine Erbsen- und Möhrendosen. Nur hast du davon halt so viele gestaffelt nach Haltbarkeit nach hinten, dass sie auch bei Ausbleiben eines Nachschubs an Erbsenmöhren noch, ja, keine Ahnung, 6 Wochen halten würden. Trotzdem, dass alle Haushaltsmitglieder da regulär mitessen und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit, wie man Preppertum in die normale Lebensführung integrieren kann, ohne sich irgendwo gleich einen Bunker zu buddeln. Das ist also der Leichtprepper. Der Mittelprepper, der hält auch längere Flucht oder Verbarrikadierung bzw. Isolation aufgrund von Naturkatastrophen
für so wahrscheinlich, dass er sich darauf vorbereiten muss oder das Gefühl hat, sich darauf vorbereiten zu müssen oder zum Beispiel Krieg und ergänzt seine Vorräte dann eben erstens mal in Menge. Natürlich hat er viel mehr Nahrungsmittel da, viel mehr Reserve, Gaskartuschen, noch vielleicht einen zweiten Notkocher, gegebenenfalls einen riesigen Wasservorrat, eine große Flasche Chlordioxid, wenn er nur irgendwelches zusätzliches Wasser, zum Beispiel Chlordioxid, desinfizieren möchte, sowas in die Richtung. Aber der hat halt dann auch schon richtig viel Geld ausgegeben und hat zum Beispiel einen Generator und 20 Liter Diesel in der Garage stehen. Vielleicht hat er aber auch noch viel mehr Diesel in der Garage stehen für den Fall, dass an der Tankstelle nichts mehr zu kriegen ist und seine Karre bitte trotzdem noch weiterfahren soll. Also da wird zum Beispiel jetzt auch schon Benzin, Treibstoff, Diesel, Benzin, ist egal, Strom, theoretisch, aber das zu bevorraten, könnte schwierig werden in Sachen E-Auto. Egal, jedenfalls sowas in die Richtung wird dann gelagert, kommt jetzt noch dazu. Das hätte ein leichter Treffer, naja, vielleicht ein kleiner Ersatzkanister, aber auf keinen Fall 50 bis 100 Liter oder irgendwie was, was wirklich eine große Rolle spielt und eine große Menge ist. Das heißt, wir haben hier jetzt bereits eine gewisse Form der langfristigen Autarkie von eben sämtlicher Infrastruktur. Das ist jetzt bereits gegeben, ja? Ein Stück weit. Vielleicht sind auch schon Tauschmittel da, wenn man davon ausgeht, dass irgendwann das Geld völlig verreckt. Das heißt, man hat Gold, man hat beliebtes Tauschmittel bei Preppern, Seife, Mini-Feuerzeuge, Schokoriegel, solange die dann halt eben entsprechend haltbar sind. So kleine Dinge des täglichen Bedarfs, meinetwegen tatsächlich Klopapier. Und vielleicht hat so ein Mittelprepper schon einen Plan, zumindest einen groben Plan in der Hinterhand. Also erstmal hat er einen gepackten Rucksack dastehen, mit dem er dann auch weg könnte, wenn es notwendig sein sollte, siehe Fliegerbomben-Evakuierung. Und vielleicht hat er sogar einen Plan, wohin er könnte, wenn er aus eigenen Stücken beschließt, wegzugehen. Nicht, wenn der Staat kommt und sagt, ja, Sie haben eine Stunde Zeit zum Packen und dann holen wir es ab und fahren Sie in die Turnhalle von so und so. Sondern dass der dann auch von alleine auf die Idee kommt, na, dann gehe ich doch lieber da hinten in den Wald. Ja? Sowas wäre auf jeden Fall vielleicht auch schon der Fall bei so einem mittleren Prepper. Vielleicht hat er auch schon ein Bug-Out-Fahrzeug oder ein Bug-Out-Fahrzeug-Umrüst-Kit, dass er sein normales Auto mit irgendeinem Einpack hinten in den Kofferraumstellgestell sofort zum Bug-Out-Fahrzeug umrüsten kann, wo dann halt eben, was weiß ich, habe ich Besuch von Vogel, glaube ich, irgendwelche größeren Mengen von Vorräten dann auch wieder gleich drin sind, diverses Werkzeug und was weiß ich, was im Detail dann in so ein Bug-Out-Vehikel gehört. Ne? Und damit kann er dann halt eben auch zu, vielleicht sogar mit einem Plan, zu irgendeiner Bug-Out-Location fahren. So, und möglicherweise hat er jetzt sogar schon, wenn er jetzt beim krasseren Bereich des mittleren Preppers anzuordnen ist, Zugang zu einer Jagdwaffe. Vielleicht hat er auch einen Jagdschein, um sich im Fall eines Wegbrechens der Infrastruktur selbstständig mit Fleisch versorgen zu können. Ja, das heißt, hier wären dann also zum ersten Mal schon Waffen im Spiel. Wenn auch die Idee dahinter sicherlich hier eher sein wird, würde ich jetzt behaupten wollen, zumindest mit meinem Definitionsansatz, dass es eine Jagdwaffe ist, die zur Nahrungsbeschaffung dient. Aber es sind bereits Waffen in der Überlegung bis hin zu vorhanden. So, und dann der krasse Prepper, beziehungsweise der sich halt wirklich auf den völligen Zusammenbruch, wahrscheinlich auch langfristigen und unwiderruflichen Zusammenbruch der Gesellschaft einstellt. Dazu gibt es auch einen Begriff, das ist auch wieder so eine viele Aneinanderreihung von Buchstaben, Ereignis, bei dem die Welt nicht mehr so wird wie zuvor. Ja, das Ganze auf Englisch und ich kriege die genaue Buchstabenkombi jetzt auswendig nicht zusammen, aber das wäre sowas wie Atomkrieg. Ja? Und für sowas hat dann der krasseste aller Prepper, und da gucken wir uns jetzt wirklich die Extremfälle an, auch schon einen Plan. Das heißt, der hat sich vielleicht wirklich einen kleinen Bunker gebuddelt, vielleicht sogar einen großen Bunker, vielleicht hat er sich auch ein riesige, was weiß ich, Raketensilo gekauft, je nachdem wie reich der ist. In Amiland kommt sowas vor, vermietet den dann noch unter als Luxus-Apartment für den Fall des Atomkrieges. Und ja, jedenfalls
Krass heißt, auch mit äußerst unwahrscheinlichen Katastrophen, die zu überleben sehr unwahrscheinlich ist, wird gerechnet. Allein schon die Tatsache, dass man im Atomkrieg man das rechtzeitig mitbekommt, um in seinem Bunker zu sein, das ist relativ unwahrscheinlich. Ja? Trotzdem wird Zeit und Geld investiert, um auf sowas vorbereitet zu sein. Das haben wir in Deutschland natürlich kaum. Ja, das ist eher was für die Amerikaner, die ja gewissermaßen ein bisschen zur Maßlosigkeit hin und wieder neigen. Ja, auch durchaus im Positiven mitunter, aber ja, eben auch in Sachen Blödsinn, vielleicht. Ja. Das ist meiner Meinung nach, da darf ich jetzt, glaube ich, ein bisschen Meinung äußern, wirklich Quatsch. Nach einem Atomkrieg weiß ich nicht, ob ich da, ne. Da gibt es auch viele Leute, und dazu gehöre auch ich, die der Meinung sind, eine gute Flasche Wein, ein paar liebe Menschen zur Seite und guckt in den Atompilz, bis er da ist, und beziehungsweise bis du verkohlst, weil die allein die Hitzestrahlung, vergiss es. Ne? Das ist Quatsch. Ja, oder eben Zombies oder eine Umkehrung des Erdmagnetfeldes. Das gibt es theoretisch alle paar, wie viele Millionen von Jahren, kann es mal passieren, dass sich das Erdmagnetfeld umdreht. Heißt, Nordpol wird zu Südpol und umgekehrt. Was das genau anrichten kann, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls schlimm. Also das gibt eine globale, völlige Chaos-Situation mit massivem Aussterben von verschiedenen Tierarten und Pflanzenarten und ja, eben prinzipiell auch humane Katastrophe, so es dann uns bei diesem Szenario irgendwie noch gibt. Oder Meteoreinschläge ist auch so ein beliebter Klassiker, größere, die dann was weiß ich was auslösen. Häufig ist das dann ein. Theoretisch haben die auch einen Plan, wenn der Planetenkiller kommt. Gut, das ist natürlich Quatsch, weil dann ist der Planet gekillt. Aber das soll es auch schon gegeben haben. So, und die haben dann garantiert einen bis mehrere Bug-Out-Rucksäcke für verschiedene Szenarien. Einen Inch-Rucksack, das ist der I Never Come Home oder I Never Come Home Again Rucksack, der davon ausgeht, dass man mit dem bis in alle Ewigkeit in die Wildnis flüchten kann. Und die haben garantiert auch ein Bug-Out-Vehikel und eine Bug-Out-Location. Und das kann dann so weit gehen, dass diese Bug-Out-Location dann halt besagter Bunker ist, den sie sich irgendwo angelegt haben, wo sie dann sofort mit ihrem Bug-Out-Vehikel hinfahren und blablabla und so weiter. Ja? Als größte Gefahr oder als wesentliches Element der Gefahr werden beim extremen Prepper auf jeden Fall alle anderen Nicht-Prepper angesehen. Ja, da ist es ein klares Wir gegen die, beziehungsweise die sind uns eigentlich egal, solange die uns in Ruhe lassen, aber ansonsten ein klares Wir gegen die. Ja, also hier wird wirklich ausdrücklich ein, die anderen sind potenzielle Feinde und man muss sich vor denen fernhalten. Attitüde wird hier ausdrücklich gefahren. Dazu gehen wir nachher noch ein bisschen ein drauf. So, jetzt kann man aber Prepper eben auch unterscheiden, nicht nur nach der Intensität ihrer Vorbereitung, sondern auch nach der Art ihres Plans sozusagen. Das ist insbesondere interessant, wenn man vor allen Dingen mit Outdoor-Preppern zu tun hat. Aber das würde ich jetzt mal weiter ausführen. Ja, also ich habe hier drei verschiedene Pläne, die in der Prepper-Szene Verwendung finden, mal aufgelistet. Ja, es gibt den Indoor-Prepper, beziehungsweise den, der sich zu Hause verbarrikadiert. Das heißt, die Häuser sind entsprechend ausgebaut. Es sind wirklich ganz große Mengen an Vorräten da. Das wird am effektivsten angesehen, weil du hast immerhin ein sicheres Dach über dem Kopf, in den Wald zu rennen. Ja, wenn man schon lange Zeit im Wald gewesen ist, weiß, da ist nicht immer so gemütlich. Zu Hause meistens schon. Ja, selbst wenn der Strom weg ist, wenn du dann noch einen Generator hast und solche Späße oder Möglichkeiten, dein Zuhause, dein gemütliches Zuhause in Eigenhand aufgebaut zum Beispiel, für Leute, auf die das zutrifft, noch gemütlich weiter zu betreiben, nachdem ewig lange der Strom weg ist und so weiter, das kann schon reizvoll sein. Wird von den meisten Leuten, die sich öffentlich und intensiv mit dem Preppertum beschäftigen und dazu Tipps oder Kurse oder Ähnliches anbieten, als ja, das wahrscheinlich erfolgversprechendste Szenario angesehen. Es gibt aber eben innerhalb der Prepper-Szene dann noch eben die Gruppe derjenigen, die der Meinung sind, dass man zumindest das zwar macht, sein Zuhause zur Festung auszubauen, also im krassesten Fall bis zur Festung, aber
auch eben noch einen Notfallplan hat, sollte die Festung fallen. Ja, dann ist es also so ein bisschen nochmal weitergehendes und universelleres Vorbereiten, dass trotz des Ausbaus zur Festung ein Backout-Vehikel in der Garage steht, man sich einen Fluchttunnel in den Wald gebuddelt hat, was weiß ich. Das gibt es, ja. Einen Fluchttunnel zur Garage gebuddelt hat, wenn das Haus angegriffen wird, dass man dann zur Garage flüchten kann, um da dann mit dem Backout-Vehikel wegzufahren. Und ein solches Szenario, jemand, der zwar einerseits daheim bleibt, bis es nicht mehr geht, aber eine Flucht durchaus mit eingebaut hat in seine Vorbereitung, das wäre dann aus meiner Sicht, das Wort gibt es nicht, ne? Ich habe viele Begriffe auch so ein kleines bisschen erfunden, dass man versteht, was gemeint ist, wäre dann der Hybrid-Prepper. Und dann gibt es als letztes noch den Outdoor-Prepper, meiner Meinung nach, der vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet ist, dass in case of emergency er seinen Rucksack schnappt und damit in den Wald rennt. Oder in welche Natur halt da auch immer herrscht, wo der gerade lebt. Aber im Regelfall wird das ein Wald sein, weil Preppertum eigentlich was ist von gut entwickelten und reichen Staaten. Und die haben üblicherweise als Natur ein Waldökosystem. Daher kann man davon ausgehen, dass die dann in den Wald rennen. So, und da gibt es dann halt eben diese ganzen Rucksacktypen. Ja, den Bug-Out-Bag, der vor allen Dingen erstens mal als leichter Fluchtrucksack gedacht ist, den man auch teilweise im Auto mit sich rumfährt, dass man da ständig einen Car-Bug-Out-Bag hat oder einen In-the-Car-Bag, der nochmal zusätzliches Zeug enthält und eigentlich im Auto verbleiben sollte. Hier kommt auch ganz häufig ein Get-Home-Bag zum Einsatz, der dann alles Nötige enthält, um sich über eine ja vorher definierte Distanz vermutlich zu Fuß nach Hause durchzuschlagen, um dann, durch welches Szenario auch immer, ne, Krieg von mir aus, um dann daheim eben entsprechend wieder für die Lieben da zu sein, für den Fall, dass man eben mit dem Auto irgendwie nicht mehr zurück nach Hause kommt. Ja, also das ist auch ein ganz häufiger Rucksacktyp, der verwendet wird. Der Get-Home-Bag. Zusätzlich hat man selbstverständlich auch dieser Begriff EDC, den ich selber sehr mag und an dem ich gerne rumbastel. Das ist auch was sehr mit der Prepper-Szene verbunden ist. Das gibt es natürlich auch im Survival, aber hier haben wir eine klare Überschneidung. Es wird als Minimum angesehen, was ein Prepper grundsätzlich am Mann haben sollte. Mindestens ein EDC-Pack, das ihm das kurzfristige Überleben durch eben diverse Hilfsmittel, irgendwie ein Feuerstahl, ein Feuerzeug gegebenenfalls, selbstverständlich ein Messer und in Amiland halt häufig dann auch eine Schusswaffe, ermöglicht. Ja, das ist dann ein ganz typisches EDC, was da häufig verwendet wird. Bei uns in Deutschland würde die Schusswaffe logischerweise fehlen, aber ein Messer mit Sicherheit, mindestens mal ein 42A-konformes, auch drin sein. Ne? So, und jedenfalls dieser Outdoor-Prepper, der hat auch garantiert den Inch-Rucksack oder hat so ein Wägelchen zum sich hinterherziehen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, bei verschiedenen Expeditionen in der Wüste werden die gerne eingesetzt. So kleine Wägelchen, die man hinter sich herziehen kann. Damit lässt sich sehr viel mehr Gepäck transportieren, also sehr viel schwereres Gepäck auch transportieren, als das rein mit dem Rucksack möglich ist. Man kann auch vor allen Dingen größere Wassermengen transportieren und eben sehr große Vorratsmengen, Nahrungsmittelmengen. Und das ist auch sehr, sehr beliebt. Das zusätzlich zum Inch-Rucksack bei entsprechend körperlicher Fitness und entsprechendem Training dann noch so ein Wägelchen hinterhergezogen wird, um zum Beispiel als treusorgender Familienvater, so sehen das einige in der Szene, quasi mehr oder weniger die komplette Trage- und Transportleistung für mitunter noch kleine Kinder und eine Frau, die warum auch immer da nicht wirklich mithelfen kann, wird das häufig so gesehen, dass man also selbst das gesamte Marschgepäck quasi für die ganze Familie transportieren können muss. In Inch-Rucksack sind häufig so Rucksäcke mit 120 Liter Fassungsvolumen, wo du dann locker 25 bis 35 Kilo Gewicht reinpackst. Das ist durchaus vorgesehen. Die haben zwar eine Tragevorrichtung, die sowas tragbar macht, aber schön ist das erstens nicht und zweitens ja, das erfordert regelmäßiges Training und eine wirklich herausragende körperliche Fitness, um mit sowas dann nennenswerte Strecken zurückzulegen, insbesondere wenn du dann noch so ein Wägelchen hinter dir herziehen willst. Weil das alles ziemlich schwierig ist und man freiwillig auf vier Wände und ein Dach verzichtet, wird das Outdoor-Preppertum
meistens von den anderen Prepper-Gruppierungen so ein bisschen belächelt, weil es ja kein Ding sei, einfach auch den Hybrid-Prepper zu machen und zumindest davon auszugehen, dass Zuhausebleiben eine Option ist. Bei den Outdoor-Preppern ist teilweise die Angst vor Plünderern, vor anderen Menschen, die im Fall der Katastrophe sofort zum unberechenbaren Fleischwolf oder was auch immer werden, möglicherweise noch mal etwas ausgeprägter, als das bei den anderen der Fall ist, weil diese Entscheidung, sofort in die Natur abzuhauen, häufig, nicht ausschließlich und auch nicht immer, aber häufig auch wirklich mit dem Misstrauen gegenüber Mitmenschen begründet wird und mitten in der Natur, ja, da sind die dann halt nicht. Ne? Das ist ja auch korrekt, da sind sie wahrscheinlich wirklich nicht. Und wenn doch, dann nicht allzu viele. Ob da auch noch Waffen mitgeführt werden, kann man sich halt eben je nach Land seine Gedanken zu machen. So, und dann machen wir jetzt an der Stelle noch einen kleinen Exkurs zu Waffen. Was ist denn in Deutschland, und im Prepper hält sich normalerweise an Gesetze? Ja, also weil es könnte ja sein, dass halt doch mal eine Kontrolle ist oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige richtige Prepper, die sich auch als richtige Prepper sehen und sich nicht als die Bösen betrachten, dazu kommen wir gleich, die Gesetze missachten. Das heißt, ein Prepper wird keine illegale Schusswaffe normalerweise rumliegen haben. Normalerweise, wie gesagt, Ausnahmen gibt es mit Sicherheit. Also ein Reichsbürger, Schrägstrich auch Prepper, der aber primär erstmal ein Reichsbürger ist und eher dadurch gekennzeichnet ist, der hat dann wahrscheinlich sowas, wäre vorstellbar. Ja, wäre vorstellbar. Ich will auch nicht alle Reichsbürger in einen Topf werfen, wobei die eigentlich schon, und zwar in einen Kochtopf mit heißer Flamme. Aber, sowas in die Richtung wäre schon vorstellbar. Aber ein normaler, einfach nur sich auf Notsituationen vorbereitender Prepper, im Regelfall haben die kein Problem mit Recht und Gesetz. Oder sie würden es gerne ändern und engagieren sich vielleicht auch dafür, da was zu ändern, aber haben trotzdem meistens, wenn Waffenbesitz, dann legalen. Und ansonsten, deswegen mache ich jetzt den Exkurs, was gibt es denn inzwischen in Deutschland für Alternativen? Und da kommt jetzt der gute Jörg Sprave ins Spiel. Ja, der taucht früher oder später in der Prepper-Szene immer irgendwann auf. Das ist nämlich ja tatsächlich der größte, wahrscheinlich Deutschlands größter Waffenhändler, auch ein sehr, sehr großer YouTuber. Der ist Waffenhändler, das ist jetzt keine böse Unterstellung, das ist wirklich sein Beruf. Der legale Waffen, die so wirkungsvoll wie irgendwie möglich sind, verkauft, die aber Lücken im Waffengesetz noch so weit ausnutzen, dass sie nach deutschem Recht noch legal sind. Dazu gehört Klassiker, ein Schnellfeuerbogen, mit dem man ein Magazin an den Bogen anbringen kann und dann so schnell man den Bogen halt ausziehen kann, tatsächlich Pfeile verschießen kann, so ungefähr in diesem Tempo, möglicherweise noch schneller, wenn man das entsprechend übt, was das Ganze zum Schnellfeuerbogen macht, der über alles hinausgeht, was selbst der talentierteste Bogenschütze jemals an Fähigkeit oder vielleicht nicht der aller, ja, oder zumindest jeder Normalverbraucher an Fähigkeit mit einem Bogen erlernen könnte, was die Geschwindigkeit des Abschießens von Pfeilen angeht. Und das sind mitunter durchaus starke Bögen, weil irgendwelche Flaschenzüge drin verbaut sind, und ich bin jetzt kein Experte für Compound-Bögen, aber so nennt sich das dann. Ne? Das heißt, da ist eine riesen Wucht dahinter, und wenn man da dann entsprechend fiese Pfeilspitzen draufpackt auf so einen Pfeil, ist das eine absolut tödliche Waffe, die einem Gewehr in wenig nahesteht, in wenig. Ja, also sie steht ihm nach, ja, aber in wenig. Und klar, es ist noch immer kein vollautomatisches Gewehr mit Feuerstoß, mit was weiß ich, 30 Kugeln in 3, irgendwas Sekunden rausrotzen. Das ist es auch noch nicht, aber es ist eine auf jeden Fall erheblich tödlichere Waffe, als ein Bogen ursprünglich mal juristisch gesehen gedacht war. Gedacht war das mal als Sportgerät, es ist bis heute ein Sportgerät, dass man daraus das Ding so weit modifizieren kann, dass es juristisch immer noch ein Bogen und damit ein Sportgerät ist. Aber halt eben auch eine wirklich, wirklich tödliche Waffe. Das ist jetzt halt erstmal so. Ob man das jetzt dem Herrn Sprave vorwerfen möchte oder nicht, das muss jeder letztendlich selber wissen. Was er so baut, finde ich aus bautechnischer Sicht und als Mensch, der eine gewisse Faszination für archaische Waffen, sprich alles, was nicht mit Schießpulver arbeitet, hat, woher auch immer die kommt, aber ich bin damit nicht alleine, finde ich dem seine Konstruktion, das muss ich ganz ehrlich gestehen, cool. Erstmal. Ja. Man muss sich aber auch natürlich ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen.
Was er selber diesbezüglich häufig sagt, ist, dass diese ganzen Geräte kaum was sind, mit denen man wirklich schlimme Schäden anrichten kann, beziehungsweise ein Attentat begehen. Weil wenn du mit einer riesigen Armbrust oder einem riesigen Bogen anfängst, auf den Schulhof zu laufen, dann ist relativ klar, was du vorhaben dürftest. Und das sollte schon so früh auffallen, dass das eine relativ schlecht geeignete Waffe wäre, um jetzt damit auf die Idee zu kommen, Amokläufe oder Ähnliches zu begehen. So das gleiche Prinzip, ein Magazin an eine Armbrust dran bauen, hat er auch was erfunden. Ein Großteil davon hat er nämlich selber auch erfunden. Das ist also vom Technischen her durchaus bemerkenswert, dass zum Beispiel eben auch bei einer Armbrust ein Peng, dann eine kurze Knickbewegung des Griffs der Armbrust, also der Schulterstütze, Peng, Knick, Peng, Knick, Peng, sowas in diese Richtung ermöglicht. Ja? Und so ein Zeug macht es halt jetzt, seit es das gibt, in Deutschland durchaus möglich, völlig legal, ohne sich irgendwelche Schusswaffen aus dem Ausland zu beschaffen, was auch nicht so schwierig ist, an ziemlich tödliche Waffen ranzukommen. Ja? Das ist jetzt erstmal so. Das ist jetzt keine Wertung, ob das gut oder schlecht ist. Das ist jetzt erstmal so. Aber der Unterschied von so einem Zeug zu einer Schusswaffe, der ist echt nicht mehr so relevant. Das, ja, ist ein Thema. So. Und ich würde behaupten, dass bei den intensiveren Preppern, selbst wenn die sich an sämtliche Gesetze halten, so ein Teil vielleicht durchaus eine Überlegung wert ist. Natürlich gibt es noch andere Leute, die sowas haben, weil sie es cool finden. Das könnte ich ja auch noch nachvollziehen. Die sind auch natürlich teuer, solche Geräte, klar. Schwierig, ja? Ganz schwierig. Und wenn du sowas hast, warum hast du das? Ja? Das ist schon wirklich ein Thema und da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. So, jetzt haben wir die Prepper unterteilt nach eben Intensität, nach Outdoor, Indoor, Hybrid und jetzt ist noch ganz wichtig, die Prepper-Szene selber erwähnt noch immer gerne den sogenannten Doomer. Weil der Prepper ist ja ein Guter, der Doomer, das ist ein Böser. Der Doomer freut sich auf Doomsday, also den Tag der Verdammnis oder was immer das genau übersetzt bedeuten soll. Und der bereitet sich nur darauf vor, im Fall von Doom mit eben entsprechender Bewaffnung andere Leute auszurauben und sich dann zum postapokalyptischen Weltherrscher oder was auch immer aufzuschwingen. Was exakt ein Doomer ausmacht, schwer rauszufinden, aber der Doomer ist definitiv nicht der legale, seriöse, freundliche Prepper aus der Nachbarschaft, sondern der Doomer ist das, was der Prepper nicht sein möchte, ja, und wovon er sich immer abhebt. Und häufig erwähnen die Prepper eben in dem Zusammenhang, ja Moment mal, ich bin ja nur ein Prepper, die sie meinen, ja, also die Reichsbürger-Prepper, das sind Doomer, ja, und da ist sicherlich vieles dran. Da ist vieles durchaus dran, dass es selbstverständlich auch eben diese Doomer gibt. Ja? Das Problem ist bloß, dass der Unterschied zwischen einem Doomer und einem Prepper letztendlich eigentlich fast nur in der inneren Einstellung zu finden ist. Und der Doomer kann auch ein paar Konservendosen daheim einlagern. Ja? Und vielleicht tut er das auch. Ist ja nicht so, dass der Doomer automatisch, das hätte man vielleicht gern. Das ist so ein bisschen die Erzählung vom Doomer. Was der Prepper erzählt, was der Doomer ist. Der Doomer hat keine Vorräte, der Doomer will sofort plündern gehen. Ich glaube aber, dass die allermeisten, die für sich ein Szenario als Doomer für realistisch erachten und vorhaben, mal später Doomer zu werden, erstens das nicht so nennen, zweitens das so vielleicht gar nicht realisieren, drittens irgendwelche Gründe finden, weshalb sie deswegen trotzdem noch die Guten sind. Die meisten, in Anführungszeichen, bösen Leute würden von sich selbst ja niemals behaupten, dass sie böse Leute sind. Das gibt es zwar auch, aber die absolute Mehrheit ist dann ein Opfer des Systems oder wehrt sich ja nur oder irgend sowas in diese Richtung. Ja? Drum, ja, der Doomer, ne, die wollen die Apokalypse. Der Prepper will sie ja nicht. Der hofft, dass sie ausbleibt, sagt er. So, und das ist meiner Meinung nach wirklich ein schmaler Pfad. Sagt man's? Will man sich selbst davon überzeugen? Will man selbst, dass man glaubt, dass man es nicht herbeisehnt? Oder sehnt man es tatsächlich nicht herbei? Ja, das ist ein schmaler Grat und die Selbsteinschätzung von einem selbst ist da halt eben entscheidend.
ob man sich selbst gut genug kennt, ob man überhaupt weiß, ob man nicht vielleicht doch hin und wieder ein paar Träume hat von der Apokalypse, wo du plötzlich zum reichsten Mann der Stadt wirst, weil du der Einzige bist, der noch Konservendosen rumstehen hat, zum Beispiel. Ja? Das ist ein Szenario, das kann sein. Ja? Ich sage nicht, das ist automatisch so, aber das gibt es. So, und damit sind wir jetzt mindestens jetzt bei einem Punkt angekommen, wo man eben in der Prepper-Szene schon objektiv sich gefallen lassen muss, dass man als Nicht-Prepper und als Mensch, der die Person, die preppt, nicht kennt, insbesondere wenn sie dann schon Waffen da rumliegen hat daheim, den Unterschied, ob es ein Doomer oder ein Prepper ist, nicht zweifelsfrei feststellen kann. Das geht nicht. Aha. So, also das an der Stelle erstmal. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen für mich. So, das war jetzt ein ganz langes erstes Kapitel, zumindest auf meinem Zettel. Wichtig, ein bisschen Prepper tut garantiert niemandem weh. Ja? Mit Sicherheit nicht. Einen kleinen Notvorrat für Stromausfälle oder auch einen großen Notvorrat für Stromausfälle zu Hause zu haben, die Großmutter, die fleißig eingeweckt hat. Früher oder später wird in der Diskussion immer wieder die einweckende Großmucke erwähnt. Ja? Natürlich ist das völlig normal. Natürlich ist es aber auch so, dass man die Großmutter von damals nicht so ganz mit der Situation, in der wir uns heute befinden, vergleichen kann. Die ist unter anderen Bedingungen aufgewachsen. Die hatte möglicherweise eben das Nachkriegstrauma noch erlebt. Wahrscheinlich, wenn es eine Großmutter von etwas älteren Leuten ist. Und das ist schon nochmal ein bisschen was anderes, als viele heute erwarten würden. Hätte man zumindest noch vor ein paar Jahren gesagt. Ja, inzwischen ist es auch schon wieder ein bisschen anders jetzt seit dem Ukraine-Krieg, seit der Sache mit der Inflation zum Beispiel und was selbstverständlich eben für Ökologen ein Thema ist, Klimaveränderung, ne? Selbstverständlich. Und ja, da kann man also schon jetzt an der Stelle sagen, und da kommt jetzt auch wieder unser Bundesamt für Katastrophenschutz ins Spiel, dass selbst der Staat empfiehlt, dass man gefälligst einen gewissen Notvorrat, nämlich für 14 Tage das Notwendige zum Überleben, da gibt es auch eine ausführliche Liste, was das beinhaltet, ob die jetzt besonders toll oder besonders schlecht ist, das weiß ich nicht. Also ganz, ganz verkehrt ist es auf keinen Fall, dass aber auch Bananen zum Beispiel drinstehen, weiß ich nicht. Aber ja. Das ist definitiv keine schlechte Idee, einen Rucksack mit Wechselkleidung bereit zu haben, falls man mal ins Krankenhaus muss. Ein bisschen Trinken in dem Rucksack noch drin zu haben. Wie gesagt, die Kopie aller wichtigen Dokumente, das ist etwas, was man, habe ich auch nicht. Eine Frau hätte das wahrscheinlich relativ schnell zusammensortiert, aber wenn ich Frau nicht hätte, dann wäre das hoffnungslos. Hoffnungslos. Ja, und etwas Prepping ist unter Outdoorern jeder Kategorie sehr, sehr weit verbreitet. Also die meisten, die mal gelernt haben, wie denn das ist, wenn man nur aus dem Rucksack lebt, wenn man mal ein paar Tage in der Wildnis unterwegs ist, also in der echten Wildnis, die kommen dann nach Hause und die meisten fangen an, sich einen gewissen Vorrat anzulegen. Ja? Und aus gutem Grund, und das ist ohne jeden Zweifel mit Sicherheit eine tolle Idee. Ja? Tatsache. Ja? Schlafsack da haben, fällt die Heizung aus, vielleicht auch einen Winterschlafsack da haben, wenn man den auch nochmal für den Urlaub brauchen kann. Ne? Was in Schweden funktioniert zum draußen übernachten, funktioniert garantiert auch in Deutschland. Je nach Wohnort sollte man halt mal drüber nachgedacht haben, was man macht, wenn Hochwasser ist, wenn Extremwetter ist, ob nicht eventuell der Hang runterkommen kann und das Haus mitnehmen. Je nachdem, wo man wohnt, auch Waldbrände ein Thema, zum Beispiel in Brandenburg, in Waldnähe, Kiefernforst. Da würde ich schon mal drüber nachdenken, was man denn da machen würde, sollte man sein Haus verlieren, weil es halt eben mittels Waldbrand abgebrannt ist. Also kurzum, etwas Prepping lässt sich in ein ganz normales Leben auf jeden Fall integrieren und ist fast immer eine richtig, richtig, richtig gute Idee. So, das ist also ganz wichtig, das möchte ich an dieser Stelle nochmal hervorheben, auch wenn schon so ein paar kritische Töne hier und da rauszuhören waren. Es ist wie bei vielem, etwas davon häufig eine gute Idee, mittelmäßig davon auf keinen Fall schlimm, zu viel ins Extreme gehend oft doof. Ja? So. Wo liegen die Probleme? Das wäre jetzt hier mein selbst erwähltes drittes Kapitel, auch wenn die von der Zeit her wirklich nicht hinkommen. Nämlich A, Waffen. Hatte ja schon angedeutet mit den Kreationen von Jörg Sprave. Irgendwann will ein Prepper vielleicht eine Waffe einlagern. Ja, weil das ist mit dem Prepper-Gedanken nun mal durchaus vereinbar und naheliegend, dass man da früher oder später mal auf die Idee kommt.
So, mögliche Gründe, da gibt es nämlich auch noch durchaus welche, die noch ganz harmlos sind. Nämlich eben Jagd für Szenarien, in denen eine Versorgung mit Lebensmitteln nicht mehr möglich ist und oder Vorräte aufgebraucht sind, Hungersnöte etc. Vielleicht in Deutschland eher unwahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich. Und dann setzt natürlich voraus, dass der Waffenbesitzer dann auch logischerweise gleichzeitig noch ein Jäger ist und eine Waffe besitzen darf. Also Schusswaffe meine ich jetzt, Peng, Rauch, Knall, Kugel wird durch Lauf getrieben. So eine Waffe. Ja. Und wenn man dann sowieso Jäger ist, dann wird man auch wissen, wie man jagt. Und dann halte ich das, sowieso Jäger zu sein, ist ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes, in keinster Weise. Dann ist das doch durchaus legitim, dass jemand, der sowieso schon Jäger ist, das halt in seinen, zusätzlich dazu, dass er Jäger ist, auch Prepper ist und das damit in sein Szenario, seine Zukunftspläne einbaut. Selbstverständlich. Auch kann es ein Thema sein, Abwehr von Naturgefahren, je nachdem, wo man wohnt, Bären, Wölfe, Tiger etc., Eisbär, zum Beispiel aus Spitzbergen, jeder, der das Haus verlässt, hat eine Pumpgun dabei, ja? Logisch, weil, und zu Fuß gehen sollte man da auch im Übrigen nicht so wirklich, habe ich mir mal sagen lassen, beziehungsweise nicht alleine und wenn, dann auf jeden Fall nicht unbewaffnet. Und das, auch das wird nicht so gerne gesehen, weil das Problem ist, du bringst ja auch den Bär in Gefahr. Ja, wenn du dich zur Bären, leichten Bärenbeute machst, aber eine Pumpgun dabei hast, der Bär das aber nicht weiß und der dich angreift und dann tot ist, dann ist es auch doof. Dann wäre es natürlich schöner gewesen, wenn der Bär weiterleben würde und gar nicht erst in die Situation gekommen wäre, dich anzugreifen und das nicht zu überleben, zum Beispiel. Das nur mal kurz zum Tierschutz. Aber ja, sowas ist durchaus nachvollziehbar, dass man auch mal Waffen zum Selbstschutz eben haben möchte, gerade für den Fall, dass das normalerweise wer anders macht und jetzt ist der wer anders nicht mehr verfügbar und dann hat man da vielleicht gerne was da zum Schutz vor Naturgefahren. Nochmal, ja, also auch da ist dann noch keinerlei Konflikt mit Ethik und Moral, außer wirklich der Wunsch zur Verteidigung gegen Wolf. Zum Beispiel, ne? Im Fall von Deutschland wäre das also das Haupttier, das man eventuell in Frage kommen würde, wenn es darum geht, was an Naturgefahren, gegen die man sich mit Waffen verteidigen könnte, da so in Frage kommt. Ja, prinzipiell auch noch irgendwelche verwilderten Haushunde, aber da würde dann auch ein Knüppel oder ähnliches. Ja gut, wobei wenn die beißen, kann man sich auch böse infizieren. Von daher, ja, vielleicht auch das ein Grund für Waffen. Oder für bestimmte Gruppen, nämlich Schäfer, Hirten, sowas in die Richtung, wo es das noch gibt. Das ist dann auch, finde ich, ziemlich nachvollziehbar. So, und dann kommt halt eben jetzt der Problemfall, der diskutiert werden muss. Ja? Der häufig als, natürlich, das muss man haben, dargestellt wird. Aber das ist halt eben nicht selbstverständlich und kritisch von Teilen der Gesellschaft angesehen. Ja? Und das mit Argumenten. Und die bringe ich ja auch noch dann. Nämlich Abwehr von Plünderern, die bei Katastrophe Plünderer werden oder plündern wollen. Das ist insbesondere da, wo es zu holen gibt, was zu holen gibt, sprich beim Prepper ein spannendes und lohnendes Ziel. Ja, und insbesondere, wenn das dann ein Prepper ist, der auch noch öffentlich zugibt und vorher noch davon gelebt hat, dass er Prepper ist, indem er Tipps zum Prepper-Sein gibt und seinen Keller regelmäßig vorzeigt auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, was auch immer. Und da kann man sich dann schon die Frage stellen, wenn Leute rausfinden, wo der wohnt oder einfach jemand aus der Umgebung weiß, dass das der so und so ist, der da wohnt. So, und jetzt ist der Fall und jetzt kommt derjenige, der weiß, wo der wohnt, auf die Idee, ey, der hat doch garantiert noch jede Menge Dosen im Regal stehen, der hat doch noch auf keinen Fall jetzt alle schon aufgefressen und dem nehmen wir doch jetzt die einfach weg. So ist die Denkweise. Und dann trommelt er noch ein paar andere Leute zusammen, die das auch mitbekommen haben oder die vielleicht sogar wissen, dass es da was zu holen gibt, also Follower oder Scheinfollower, nicht gute Follower, sondern böse Follower von diesen öffentlichen Prepper in den Social Media Gedönse gewesen sind. Und die rotten sich jetzt in der Vorstellung eben zusammen und greifen da dem seine Prepperfestung an und drum braucht er natürlich Waffen, um sich zu verteidigen, sobald das der Fall ist. So, ne? Und das mag jetzt erstmal stimmen, das ist ja gar nicht mal auszuschließen. Ja? Das muss man sich auch klar machen. Also wer jetzt gleich mal sagt, oh, Waffen zu Hause, das ist ein schlechter Mensch. Ja? Aber das ist ja durchaus nicht unmöglich, dieses Szenario. Überhaupt nicht. Ja? Das kann schon passieren. Gerade wenn jemand eben Begierlichkeiten weckt, indem er zeigt, was er hat. Vorstellbar. Ja? Vorstellbar. Aber
Für Nicht-Prepper stellen sich nun drei Fragen, nämlich: Wir wissen jetzt also, da ist jemand, der öffentlich preppt, der weiß, der zeigt, was er alles hat, inklusive Schnellfeuerarmbrust, Modell Sprave. Ja? Woher, Frage Nummer 1, woher soll ich jetzt wissen, dass dieser Prepper da mit der Schnellfeuerarmbrust nicht selber mit der Schnellfeuerarmbrust plündern gehen möchte, um seinen Vorrat noch weiter aufzustocken, oder wenn der Vorrat doch mal irgendwann knapp werden sollte, dann auf die Idee kommt, selber plündern zu gehen? Woher soll ich das wissen? So, und da ist jetzt wichtig, weil der selber traut uns ja zu, dass wir bei dem plündern gehen. Verlangt aber von uns, dass wir davon ausgehen, dass er einer von den Guten ist und das niemals tun würde. Kann man noch als Argument bringen, ja, ich habe es auch gar nicht nötig, ich habe Vorräte für 17 Jahre. Aber das ist eine Vertrauensfrage. Uns vertraut er nicht, dieser hypothetische Prepper, aber wir sollen ihm vertrauen. Und das ist berechtigterweise ein Konfliktpunkt, für den ich von der Prepper-Seite bisher noch keine plausible Antwort gehört habe, außer, ja, meine Vorräte lagen so lange, ich habe das gar nicht nötig, plündern zu gehen. Ja, irgendwann vielleicht doch. Ja. Oder du kannst es und vielleicht tust du es. Oder willst dich doch zum postapokalyptischen Weltherrscher aufschwingen oder sowas. Ja. So. Da ist jetzt einer, der geht davon aus, dass beim Katastrophenfall Plünderer auftauchen und bewaffnet sich daher. Heißt, er vertraut der Polizei nicht, dass sie für seinen Schutz da ist. Warum soll ich jetzt davon ausgehen, dass A, er kein Plünderer ist, haben wir schon gesagt. B, warum soll ich davon ausgehen, dass die Polizei für meinen Schutz da ist? Heißt, in diesem Szenario, die Polizei ist als Schutz nicht verfügbar, drum brauchst du Waffen. Jetzt der Prepper. So. Das heißt, jeder andere, für den ist die Polizei ja auch kein ausreichender Schutz. Prinzipiell bräuchten die also auch erstmal Waffen, beziehungsweise in der Situation, in der die Polizei kein ausreichender Schutz ist, hat der Prepper Waffen, du aber nicht. Das heißt, der könnte dir jetzt was tun, weil in dieser Welt, die wir uns gerade hypothetisch ausmalen, gibt es ja keine Polizei, die da ist. Der könnte dir also wirklich problemlos was tun. Das Einzige, was den davon abhält, ist seine möglicherweise hohe moralische Integrität. Ja? Schwierig. Ja, versteht ihr den Konflikt? So, ne? Soll ich mir jetzt auch eine Waffe kaufen und davon ausgehen, dass mich meine Nachbarn angreifen, sobald der Strom ausfällt? Auch schwierig. Ja? Also in einer ausreichend misstrauischen Welt müsste man ja dann irgendwann diese Konsequenz ziehen. Ja, jeder fällt jeden, sobald der Strom ausfällt, fallen alle übereinander her. Schwierig. Ja? Oder jemand, der seinen Mitmenschen zutraut, bei ihm zu plündern, ist halt einfach unsympathisch. Weshalb ein Prepper, der das seinen Mitmenschen zutraut, einfach unsympathisch rüberkommen könnte. So, und jetzt gibt es halt Statements auf Social Media von Preppern und Prepperinnen, die sich als Opfer sehen, dass alle sie scheiße finden, obwohl sie doch eigentlich total lieb sind. Aber du traust uns zu, dass wir bei dir plündern kommen, sobald der Strom ausfällt. Das ist nicht sympathisch. Ja? Also du traust uns, wir sollen dir aber trauen, dass du eigentlich eine dufte Person bist. Und das ist wirklich ein ganz schwieriger Widerspruch. Und das ist meiner Meinung nach der Punkt, den man dringend mal den Preppern mitteilen sollte, was ich hiermit tue, warum ihr unsympathisch wirkt. Misstrauen geht immer in beide Richtungen. So, auch wenn es nachvollziehbar ist, dass bei euch ist wirklich was zu holen, das könnte wirklich solche Plünderer geben. Klar, ja, das ist möglich, selbstverständlich. Wie wahrscheinlich das ist, wir haben keine Ahnung. Es gibt keinen Referenzfall, mit dem man irgendwie, jetzt kommt der Wissenschaftler durch, mit dem man irgendwie analysieren könnte, wie hoch das Potenzial ist, dass man bei Prepper A plündern geht, wenn 72 Stunden der Strom weg ist. Das gibt's nicht. Es war noch nie, zumindest nicht landesweit, 72 Stunden der Strom weg. Und wenn es nicht landesweit ist, dann kam es nicht zu Plünderungen, schlicht und ergreifend. Ja? Und selbst nach dem Zweiten Weltkrieg
ich kenne da noch jede Menge Geschichten von Augenzeugen, hat man mal hier und da ein bisschen was geklaut, aber nie bei Privatpersonen. Zumindest heißt das so in den Geschichten. Aber richtig große Plünderungen hat es da auch nicht gegeben. Also so der eine Nachbar klaut beim anderen Nachbar und schon gar nicht gab es Gewalt gegen die Nachbarn. Man hat zusammengehalten, man hat zusammen kein Futter gehabt und man hat auch nicht den Bauernhof um die Ecke, weil der noch was zu essen hatte, ausgeraubt. Das hat nicht stattgefunden, ne? Und wenn überhaupt, dann vielleicht ein oder zwei Mal in der gesamten Nachkriegszeit. Aber es war ein gemeinsames Durchbeißen. Und wir sehen das nach jedem Katastrophenszenario, zugegeben nur kleinräumige, weil großräumige gab es ja bisher nicht, seit dem Zweiten Weltkrieg, dass eine riesige Welle der Solidarität das erste ist, was ein katastrophengeplagtes Gebiet heimsucht, siehe Ahrtal. Ja, was da alles an freiwilligen Helfern aufgekreuzt ist, das lässt einen stolz sein, mal wieder zwischendurch in unserem Land zu leben. Ja, absolut. Das war klasse. War wirklich, wirklich klasse. Und ich schäme mich inzwischen fast, dass ich nicht auch mitgeschaufelt habe. Das heißt fast, tue ich ein bisschen. Ja, tue ich. Ja, das nur mal am Rande. Gut. Jetzt kommt noch dazu die Verwechslungsgefahr, das habe ich ja schon angedeutet, zwischen Doomer und Prepper. Ja? Oder Normalverbraucher weiß nicht, ob es sich bei einem Prepper, also ein Guter, nicht doch um einen Doomer, also einen Bösen, handelt. Der Prepper kann dies auch nicht abschließend beweisen. Ich bin ein guter Prepper. Hier, glaub mir, hier ist mein guter Prepper-Ausweis. Oder was auch immer, wie soll das ein Prepper beweisen? In einer Welt, wo wir einander misstrauen, weil wir ja zu Plünderern werden könnten. Das geht nicht. Ja? Der Prepper kann sich nicht beweisen, kann nicht beweisen, dass er einer von den Guten ist. Und wenn er selbst doch grundsätzlich mit Misstrauen allen anderen gegenübersteht, wie kann er sich denn dann beschweren, wenn das umgekehrt auch passiert? Das ist logisch ein bisschen komisch und einfach eine Denkweise, die scheinbar aber nicht vorkommt. Zumindest nicht bei den öffentlich auftretenden Preppern. Und da müssen wir jetzt nochmal ganz klar erwähnen, ein Bruchteil der vorhandenen Prepper ist öffentlich sichtbar. Ja, dass die sich hinstellen und erzählen, ich bin Prepper und mache euch jetzt vor, wie ihr auch Prepper werden könnt. Es ist natürlich viel schlauer und viel attraktiver für einen Prepper, solange er damit nicht Geld verdienen möchte, dass er Prepper ist, eben nicht öffentlich in Erscheinung zu treten und aller Welt zu erzählen, dass bei ihm was zu holen ist. Aber ja, ne? Es besteht nach der auch die Möglichkeit, dass ein Prepper zum Doomer wird, obwohl ein Prepper sich selbst nicht eingestehen mag, dass er eigentlich ein Doomer ist oder das selber noch gar nicht weiß. Ja, ein Haufen Straftäter wirklich Psychopathen, wenn man so möchte, haben diese Neigung vielleicht schon eine ganze Zeit lang gehabt, aber die sehen sich selbst ja, wie gesagt, nicht zwingend unbedingt als böse an und wissen selbst nicht, dass sie eine tickende Zeitbombe sind und irgendwann geht's halt los. Und darum sollte man das also dem Prepper glauben. Er hat die Möglichkeit, er hat bei Fehlen der Polizei dann auch die Gelegenheit und bei völligem Zusammenbruch der Gesellschaft muss er noch nicht mal mit Konsequenzen rechnen. Also, woher sollen wir wissen, dass der Prepper nebendran nicht ein Doomer ist? Ne? So, und ich habe jetzt hier nochmal als letzten Punkt, warum Prepper möglicherweise nicht immer ganz sympathisch rüberkommen, den dritten Punkt aufgezählt, nämlich Prepper zu sein macht nicht automatisch zu einem nützlichen Glied der Gesellschaft. Ja? Das heißt, nur weil du Prepper bist und das nicht automatisch bedeutet, dass du gleichzeitig Reichsbürger bist, schließt es auch nicht aus, dass du gleichzeitig Reichsbürger bist. Hm? Heißt, natürlich ist es attraktiv für jeden, der unsere Gesellschaftsordnung nicht so wirklich doll findet, aus verschiedenen Gründen, gleichzeitig ein Prepper zu sein und sich von der Gesellschaftsordnung, die er ablehnt, unabhängig zu machen. Das ist nicht zwingend so, dass das bei jedem Prepper der Fall ist, aber bei jedem, der unsere Gesellschaftsordnung ablehnt, ist Prepper zu sein außerordentlich attraktiv. Und damit wird, und das ist nachweislich so, auch ein gewisser Anteil von Spinnern verschiedener Couleur Prepper sein. Ja? Und es kann sein, besteht zumindest die Möglichkeit, auch das kann man wieder nicht ausschließen, dass jemand, der sagt, er sei keiner, trotzdem ein solcher ist. Und dass sich das erst dann offenbart,
wenn die Katastrophe schon da ist. Ne? Viele Prepper schreiben das eben nicht an die Haustür, hier gibt es was zu holen, sondern halten ihre Vorbereitungen schön geheim. Wir kennen also die Dunkelziffer nicht. Prepper in Deutschland werden mit unscharfer Definition auf 10.000 bis 170.000 geschätzt. Wir haben schlicht keine Ahnung, wie hoch die Deppenquote darunter ist. Wissen wir nicht. Es gibt da keinerlei Untersuchung zu, ist auch unmöglich, diese durchzuführen, weil ja eben die Dunkelziffer saumäßig groß ist und die Schwankung der geschätzten Prepperzahl eben von 10 auf 170.000, also 10.000 bis 170.000 schwankt. Ja, saumäßig schwierig, wenn wir gar nicht mal wissen, wie viele das sind, können wir erst recht nicht beurteilen, wie viele davon dann halt doch eben Spinner sind, die zunächst mal Spinner sind und Prepper, um jetzt nicht weiter zu eskalieren, ja. Also man kann auf keinen Fall beweisen, dass die Prepper automatisch lieb sind und keine Duma und nur die Duma böse und der Reichsbürger Prepper automatisch ein Duma ist und so weiter und so weiter. Ich hoffe, spätestens jetzt ist langsam klar, woher diese Abneigung gegenüber dem Prepper kommt. Da gibt es wirklich handfeste Argumente. Ich hoffe, die habe ich jetzt genannt. Oder wirklich menschlich, mindestens mal menschlich nachvollziehbare Gründe, weshalb ein Prepper nicht besonders sympathisch rüberkommt bei einem Nicht-Prepper. Ja, bist du selber auch ein Prepper, kann dir das egal sein, weil du hast ja deinen eigenen Vorrat. Und dann überlebst du mit den anderen Preppern zusammen 3,5 Jahre, weil wir anderen schon alle nichts mehr zu fressen haben und oder ihr uns erschossen habt, wenn wir plündern gekommen sind. Und danach gründet ihr eine neue Society der besseren Welt oder was auch immer. Ja? So, Lösungsansätze. Aber erstmal Schnitt und Akkuwechsel. So, da habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben. Erstens, schwierig. Ausrufezeichen. Ja, so einen richtig tollen Lösungsansatz kann ich nicht anbieten. Aber Ansatz A, wenn wir gar nicht wissen, dass Prepper unter uns sind, dann braucht sich auch keiner drüber aufregen, keiner braucht Angst zu haben und sofern die Prepper nichts wirklich Böses vorhaben, ist eigentlich alles in Ordnung. Das wäre wahrscheinlich aus Sicht der Prepper die beste Lösung. Die machen einfach ihr Prepping-Krempel geheim. Ächten alle Leute, die öffentlich zugeben, Prepper zu sein und damit Geld zu verdienen. Das ist sicherlich die Hauptmotivation, weil gerne zugeben, dass man Prepper ist, tut man bestimmt nicht, wenn man es nicht notwendig hat, wenn es nicht notwendig ist, um das eben als Geschäftsmodell zu betreiben. Ja? Und im Grunde wäre damit das Problem erstmal vom Tisch, aber es wäre halt weiterhin im Untergrund. Und wenn man dann doch irgendwie mitbekommt, dass es so eine geheime Untergrundgesellschaft der Prepper gibt, die sich dann vermutlich über das Darknet weiterhin Tipps zur Konservierung von Reis zukommen lässt oder zur Selberherstellung von Seife oder zur, wie baue ich einen Generator in meine Zentralheizung ein oder was auch immer. Wenn man das dann wieder mitbekommt, dann wäre das auch wieder scheiße. Deswegen ist wahrscheinlich eine, die Prepper geben sich nicht als solche zu erkennen und verschwinden im Untergrund, Lösung eine ziemlich beschissene Lösung. Ja? Kurzfristig könnte das vielleicht erstmal zu einer Entspannung der Lage führen, aber ist doof. Also, Variante B, alle werden Prepper. Ja, dann hat jeder Notvorräte zu Hause und das Problem der aufkommenden Plünderung wäre erstmal beseitigt. Dann müsste man rein von dieser Logik her auch nicht zwingend, was weiß ich was, für ein Waffenarsenal daheim rumfliegen haben und die Notwendigkeit für feindschaftliches Gedankengut, sage ich jetzt mal, wäre eigentlich vom Tisch. Das wäre schön, ja? Das würde ich mir auch wünschen. Und wenn, davon abgesehen, dass das Bundesamt für Katastrophenschutz nicht gerade besonders gut finanziert ist, dieses auf einmal jetzt irgendwie Gesetze durchpauken würde oder das Parlament tatsächlich mal beschließt, dass es eine Frist zur 14 Tage Notvorrathaltung oder sowas, eine Pflicht zur 14 Tage Notvorrathaltung gäbe, ja, dann könnte man darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht gar nicht mal so eine bescheuerte Idee wäre. Andererseits sind da dann ganz viele dagegen, weil das natürlich wieder eine unnötige Einmischung von Staat in Privatleben ist. Aber naja, sehen wir es mal so, funktionieren würde das wahrscheinlich zumindest bis zu einem gewissen Grad ganz gut. Ja, und wenn es wirklich nur um einen simplen Notvorrat geht, wie Nudeln,
Reis und so weiter. Das Zeug ist selbst in Inflationszeiten noch durchaus so bezahlbar, dass jeder, der jetzt nicht wirklich ganz, ganz arg am Hungertuch nagt, sich nach und nach bei jedem Einkauf noch ein extra Packen Nudeln oder ein extra Kaufen Packen Reis und was auch immer mit nach Hause nehmen kann, bis er dann halt auf einen 14 Tage Notvorrat und wenn der schlimmsten Fall halt aus Reis und Nudeln und vielleicht mir auch noch ein bisschen Tomatenmark besteht. Aber ja, da hätte man was, ne? Oder halt in Gottes Namen noch ein paar PET-Flaschen in die Ecke stellen, um noch einen gewissen Wasservorrat zu haben. Oder gar einen kleinen Kanister einfach mit Leitungswasser voll machen oder solche Späße. Oder einen großen Kanister, je nachdem. Ja, damit könnte man prinzipiell die Situation wahrscheinlich schon ein bisschen entschärfen. Ist das realistisch? Ne, das glaube ich weniger. So, beste Lösung, die mir eingefallen ist, die ist aber auch nicht gut, ist die, nämlich Prepper für eine. Prepper für eine gibt es, ich glaube zwei große und dann vielleicht noch ein paar kleine, das weiß ich nicht genau. Ich habe das auch gerade vergessen, wie die heißen, ist auch nicht so wichtig. Aber diese distanzieren sich aufs Schärfste von Doomern. Ja, und da könnte man jetzt so weit gehen, dass diese Prepper für eine mehr oder weniger eine zwingende Mitgliedschaft erhalten, dass man da also so, ja, so ein bisschen wie beim Deutschen Jagdverband, ja. Da musst du nicht Mitglied sein, aber es ist schwierig, da nicht Mitglied zu sein, sagen wir es mal so. Ja? Die meisten Jäger, die auch noch beim Ökologischen Jagdverband, das ist die Alternative, Mitglied sind, sind häufig aber auch noch bei beidem einfach dabei. Ja? Dass man sich also nicht völlig vom Deutschen Jagdverband abkoppelt. Und wenn das bei den Preppern auch so wäre, dass die Mitgliedschaft im Deutschen Prepperverein oder was auch immer, wie auch immer der jetzt heißt, der größte, zwingend wäre und dieser Verein, damit der Ruf der Prepperschaft nicht noch weiter leidet, als er ohnehin schon leidet, sich da ganz aufs Schärfste drauf konzentriert, vor allen Dingen eins zu machen, nämlich klarzustellen, dass die Prepper, die bei diesem Verein sind, nicht zum Doomer werden und seine eigenen Mitglieder durchleuchtet, ob die nebenher noch irgendwelches rechtes Gedankengut teilen zum Beispiel oder irgendwelche Umsturzfantasien und oder Umvolkungsfantasien oder Angst davor, vor der sie angeblichen haben oder sonst irgendwas in die Richtung. Dass die also ihre eigenen Mitglieder kontrollieren und dann öffentlichkeitswirksam Leute rausschmeißen, die den Anforderungen an die Mitglieder nicht genügen, sodass man sofort weiß, oh, da ist gerade ein Prepper beim Prepperverein rausgeschmissen, das muss ein Doomer sein. Ich glaube, so in die Richtung wäre vielleicht die realistischste, zumindest das realistischste, was mir eingefallen ist, wie wir das Bedürfnis nach Krisenvorsorge, das sehr legitim ist, keine Frage, ja, das habe ich hoffentlich ausreichend dargelegt. Natürlich ist das sinnvoll und vollkommen legitim, tolle Sache. Ja. Und vielleicht ist es sogar möglich, dass der eine oder andere, der dann einen riesigen Notvorrat hat, in einer großen Katastrophe und einer Welle der Solidarität, die sonst überall auftritt und gar keine Plünderer auftauchen, Überraschung, sogar noch ein paar Dosen Erbsen und Möhren an ein paar andere Leute abgibt. Vielleicht sogar. Ne? Wäre vielleicht auch vorstellbar, gegebenenfalls. Ja, aber ja, trotzdem, die Variante mit dem Verein, die Prepper organisieren sich so, dass sie halt dann eben zumindest so halber öffentlich sind, dass zumindest der Verein weiß, wer seine Mitglieder sind. Da muss man ja nicht unbedingt als Verein gleich öffentlich überall rumkrakehlen. Zu holen gibt's bei dem und dem. Aber der Verein, man dem Verein so weit vertraut, dass der nicht möchte, dass der Ruf der anständigen Prepper, die es ja wie gesagt gibt, weiter leidet und daher sich jeder anständige Prepper zumindest mal Kontrollen auf Anständigkeit durch seinen Dachverband gefallen lassen muss. Ja, das wäre vielleicht ein Ansatz. Das werden aber, also die bösen Prepper werden das nicht wollen. Damit wären sie ja schon mal dann gezwungen, nicht in diesem Verein Mitglied zu sein. Und damit hätten wir dann aber schon einen relativ guten Beweis, dass zumindest die Prepper, die da Mitglied sind, und das kann man dann auch nachweisen, ja, dass man da Mitglied ist, die hätten dann ein Argument, guck mal, ich bin einer von den Guten. Und das ist eben genau das, was denen momentan fehlt. Momentan müssen wir ihnen einfach nur glauben, dass sie von den Guten sind, ohne dass sie uns das beweisen können. Und so hätten sie zumindest ein Argument, das ein bisschen Schlagkraft
Und zwar nicht in Form von Armbrustbolzen hätte. Ja? So, und das ist mein Vorschlag und das ist es auch gewesen. Mein Versuch, mal diese leidige Diskussion, ob die denn jetzt nun was Schlimmes sind oder nicht und ein bisschen Vorratshaltung wird man doch noch machen dürfen. Ja, ja, ne? Aber mein Versuch, das Ganze mal irgendwie in Bencher Kompaktheit darzustellen und das gesamte Problem ein bisschen zu beleuchten. So, jetzt bin ich wirklich tierisch gespannt. Das muss ich ja erst noch hochladen. Wir haben gerade lahmes Internet. Irgendjemand hat ein Loch in die Straße gebohrt und seitdem ist das Internet weg. Jetzt haben wir nur noch so Ersatzinternet. Das ist langsam, das heißt, das wird eine Weile dauern. Aber wenn das Video dann online geht, dann bin ich außerordentlich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, wirklich außerordentlich. Und da möchte ich diesmal wirklich ausdrücklich darum bitten, wenn ihr da eine Meinung zu habt, dann schreibt sie mir doch bitte gerne in die Kommentare. Ich bin außerordentlich gespannt drauf. Ich werde großzügigst Herzchen verteilen. Und ich hoffe, ich habe auch die Zeit, ganz viel zu beantworten. Ja, hoffe ich. Gebt mir jedenfalls Mühe. Also, macht's gut. Und war mir einfach ein Anliegen, dieses Thema mal besprochen zu haben, auch wenn jetzt überhaupt kein Baum drin vorkam. Tschüss.